Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal HiNet for You. Ich möchte euch heute mal meinen neuen Lasergravierer vorstellen, den Orthor Laser Master 3, den ich mir zusammen mit dieser Plattform besorgt habe. Vor knapp 9 Monaten habe ich euch ja bereits den Laser Master 2 von der Firma Orthor vorgestellt und kurz danach kam dieses Gerät auf den Markt. Es handelt sich hierbei um ein Gerät der dritten Generation, wie Orthor schreibt. Und als ich das Gerät gesehen habe, war ich total begeistert. Nicht nur von der Optik dieses Gerätes, sondern auch von den vielen technischen Detaillösungen, die dieses Gerät bietet und letztendlich auch von den technischen Möglichkeiten und der Geschwindigkeit, die dieses Gerät wirklich abhebt von vielen anderen Geräten aus China. Kurzum, die Firma Geekbuying hat mir angeboten, es zu testen, wie dieses Gerät zur Verfügung gestellt. Und das möchte ich euch heute zeigen, indem ich jetzt erstmal das Gerät zusammenbaue und dann ein paar Proben damit fräse. Und wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne dabei bleiben und euch das Video in Ruhe ansehen. Wie schon bei meinem letzten Orthor Lasergravierer sind die Einzelkomponenten und alle Dokumente des Laser Master 3 sauber und sicher verpackt in einem kompakten Paket bei mir angekommen. Und schon beim Auspacken fallen mir die sauber verarbeiteten Gehäusekomponenten sofort ins Auge. Das gleiche gilt auch für die Laserplattform, die aus Einzelkomponenten zusammengesetzt werden muss. Gemäß der Montageanleitung baue ich den Lasergravierer nun Schritt für Schritt zusammen. Dafür nutze ich aber nicht das kleine beiliegende Heftchen, sondern habe mir die entsprechende PDF-Datei von der Orthor Internetseite heruntergeladen und etwas größer und somit leichter lesbar ausgedruckt. Diese Dateien findet ihr übrigens auch auf dem USB-Stick, der im Lieferumfang des Laser Masters 3 beiliegt. Als erstes werden die beiden seitlichen Gleitbahnen der Y-Achse mit dem hinteren Gehäuseteil verbunden. Die Gleitbahnen sind an den Enden mit dem Hinweis links und rechts beschriftet, sodass sie nicht falsch eingebaut werden können. Im hinteren Gehäuseteil ist das flache Motorkabel der Y-Achse integriert. Dieses wird in die linke Gleitbahnvorrichtung eingeschoben und ist später nicht sichtbar und hinderlich. Die formschlüssigen Gleitschienen werden mit M4x8er Schrauben festgezogen. Die fertig montierten Rahmenprofile sind absolut plan und bündig verschraubt und sehen im Ergebnis sehr hochwertig aus. Die X-Achse ist komplett mit Lasermodulhalterung vormontiert und wird einfach nur von vorne in die seitlichen Gleitbahnführungen eingeschoben. Und zwar so, dass die Halterung für den Laserkopf nach vorne zeigt. Die beiden Gleitschienen können nun mit dem Gehäusevorderteil verschraubt werden und bei dieser Gelegenheit stecke ich gleich das Motorkabel der Y-Achse in den Pfostenstecker ein. Dabei kann man übrigens nichts falsch machen, denn die Anschlüsse sind nicht nur beschriftet, sondern auch formschlüssig dem Stecker angepasst. Für den Zahnriemenumlauf werden an beiden Halterungen der Gleitschienen Transportrollen angebracht. Die beiden Zahnriemen können durch die frontseitigen Innensechskantschrauben gespannt werden und durch die seitlichen Innensechskantschrauben gegen Verwackeln fixiert werden. Diese Fixierung erfolgt aber erst, nachdem der Zahnriemen montiert ist. Der Zahnriemen wird an der Gehäusehinterseite über eine Rolle eingefädelt und über die Transportrollen gelegt. Auf der anderen Gleitschiene geschieht das ebenso. Der Laser Master 3 kann über eine Android- oder iOS-App betrieben werden. Dafür ist die Anbringung dieser knickbaren WLAN-Antenne an der Geräteseite erforderlich. Die beiden Innensechskantschrauben sind als Endstopper für die X-Achse gedacht, wenn sie in Y-Richtung nach vorne verfährt. Sie werden an die Innenseiten der beiden Gleitschienen in die jeweils vorderen Schraublöcher eingedreht. Das Lasermodul kann ich nun schon einmal mit der Redelschraube in der Doppelgradführung des Trägers befestigen. Das dicke Motorsteuerkabel für den Steppermotor der X-Achse drücke ich mit dem breiten Pfostenstecker in die hintere Anschlussbuchse an der Gerätevorderseite. Mit Kabelbindern befestige ich das andere Kabelende in die dafür vorgesehenen Bohrungen und Halterungen. Dann nehme ich das mit X beschriftete Kabelende und drücke den Pfostenstecker in den Anschluss des Steppermotors. Das Kabel mit dem 6-poligen Anschlussstecker für das Lasermodul befestige ich ebenfalls mit Kabelbindern an der X-Achse. Im Lieferumfang ist ein weiteres Flachbandkabel enthalten, mit dem ich einen rotierenden Körper in einer speziellen Vorrichtung ansteuern kann. Dieses geschieht durch Umlegen des beschrifteten Schalters an der Geräterückseite.
Ein weiteres Zubehör aus dem Lieferumfang ist ein Luftschlauch mit zwei Steuerelementen für die Nutzung einer Luftzuführung in Form eines Kompressors oder ähnliches. Da ich beides noch nicht habe, kann ich mir die Bauteile zur Seite legen. Die X-Achse muss gleichmäßig parallel zur Vorderseite ausgerichtet werden. Das kontrolliere ich an den beiden Endstopperschrauben durch Heranschieben der Achse. Die Achswakengehäuse müssen im Idealfall beide an der Schraube anliegen. Um das zu justieren, nehme ich den Zahnriemen aus seiner Halterung, verschiebe den Wagen in die entsprechende Richtung und setze den Zahnriemen wieder in die Verzahnung der Haltevorrichtung ein. Die Anschlüsse für das Netzteil zur Stromversorgung und das USB-Datenkabel sind auf der linken Gleitschiene im vorderen Bereich angebracht. Das finde ich nicht ganz so optimal gelöst und hätte mir die Anschlüsse versteckt an der Geräterückseite gewünscht. Ganz besonders praktisch und schonend für den Arbeitstisch beim Laserschneiden der Werkstücke ist diese Laserplattform. Sie wird in 5 Segmenten versendet und wird nur in 2 Halteschienen verschraubt. Als eine Art Anschlag für Werkstücke ist eine Schiene mit L-förmigem Anschlagblech beigelegt, die durch Schrauben verstellt werden kann. 2 Schaumstoffklebestreifen verhindern ein Verrutschen der Plattform und schonen gleichzeitig die Unterlage, auf dem der Lasergravierer steht. Der LaserMaster 3 ist jetzt soweit montiert, dass ich einen ersten Gerätefunktionstest ausführen kann. Dazu muss ich ihn allerdings noch etwas vorbereiten, indem ich den Notstoppschalter so einstelle, dass er heraussteht und im Bedarfsfall schnell nach unten gedrückt werden kann. Den mechanischen Schlüssel muss ich in Richtung On drehen und dann drücke ich den Hauptschalter und der Lasergravierer verfährt seine Achsen zu einer Referenzfahrt. Das bedeutet, er tastet sich an die Endstopper heran, um seine Startposition zu ermitteln. Der Lasergravierer kann mit einer App mobil angesteuert werden. Leider habe ich aber in meinem Keller keinen optimalen WLAN-Empfang, sodass ich diese Funktion hier nicht vorführen kann. Für mich ist diese Funktion aber auch sowieso nicht notwendig, da ich das Gerät nur über meinen Laptop steuern werde. Die Verbindung des Lasergravierers zum Laptop erfolgt über ein USB-Kabel. Unter Windows wird der LaserMaster sofort erkannt und schreibt einen seriellen USB-Gerätetreiber COM3-Eintrag in den Gerätemanager. Als Steuersoftware für den Lasergravierer kann das Programm LaserGRBL oder Lightburn in einer 30-Tage-Testversion genutzt werden. Ich habe mich für Lightburn entschieden, weil es wesentlich mehr Möglichkeiten bietet als das spartanische LaserGRBL. Für die ersten Gravier- und Schneideversuche kann eine Tabelle vom USB-Stick oder der Ortho-Website genutzt werden. Die Tabelle zeigt sogar Referenzfotos von den Programmeinstellungen. Ich habe aber versucht, die Einstellungen ohne diese Liste vorzunehmen. Es kann also sein, dass ich hier einige Parameter nicht optimal eingestellt habe. Bei meinem ersten Versuch graviere ich mein Kanallogo auf ein kleines Stück Pappelsperrholz. Das Logo hat viele Einzellinien und wurde von mir auf Werkstückgröße verkleinert. Was das Programm LaserGRBL nach meinem Kenntnisstand nicht kann, macht die Software Lightburn möglich. Ich kann dem Gerät mehrere Arbeitsschritte durch Verwendung von Layern zuweisen, die unterschiedliche Parameter beinhalten. In diesem Fall soll der LaserMaster nach dem Gravieren das Werkstück ausschneiden. Im Lightburn kann ich direkt Texte mit verschiedenen Schriftarten und Schrifthöhen sowie wenige, aber ausreichende geometrische Formen eingeben. Durch die Layer-Technik kann ich wieder jedem Arbeitsschritt diverse Parameter zum Gravieren oder Schneiden zuordnen. In diesem Fall will ich kleine Namensschilder anfertigen, deren Buchstaben entweder aus Linien oder Füllungen bestehen. Die Linien der Ellipsen und des abgerundeten Rechtecks werden mit einer langsamen Vorschubgeschwindigkeit in einem Durchlauf geschnitten. Laut Hersteller kann der LaserMaster 3 auch Holzwerkstoffe mit einer größeren Materialdicke schneiden. Bei meinem Versuch, eine 18 mm hochverdichtete Multiplexplatte zu durchtrennen, habe ich in mehreren Durchläufen und Parametereinstellungen leider keinen Erfolg gehabt. Ob der Lasergravierer hier doch an seine Grenzen stößt oder ob der Fehler bei mir lag, kann ich jetzt noch nicht beurteilen.
Auch das Schneiden einer 15 mm dicken Massivholzplatte aus Eiche hat der Laser sich dermaßen durchgebrannt, dass ich den Vorgang abgebrochen habe. Wie gesagt, der Fehler kann bei mir liegen und daher werde ich mir mal in Ruhe die Tabelle mit den empfohlenen Schnittparametern von Ortur ansehen. Als nächsten Test wollte ich ein Farbfoto auf eine MDF-Platte bringen. Das Foto habe ich stark verkleinert, um es auf den 8 cm breiten MDF-Streifen zu platzieren. Diese Aufgabe hat der Ortur sehr schnell erledigt und das Bild kommt in diesem kleinen Format ganz brauchbar herüber. Der gesamte Vorgang hat ca. 3 Minuten und 25 Sekunden gedauert. Im Internet gibt es viele Plattformen, von denen ihr euch dekorative Schnittvorlagen kostenlos oder wie in meinem Fall preiswert herunterladen könnt. Meiner Meinung nach ist das auch die Stärke eines Lasergravierers bzw. Laserschneiders. Mich hat der Ortur Lasermaster 3 überzeugt und ich werde mir, wie schon erwähnt, die kostenpflichtige Software Lightburn als Steuersoftware für meinen Lasergravierer zulegen, um noch weiter an den Parametereinstellungen für optimale Gravier- und Schneiderarbeiten zu arbeiten.